So, jetzt bin ich da. Was für Geisterfahrer. So. Jo. Na, einfach ja. So. Ich muss auch rum davon. So, hat. Richtig. Ach, da hängt jemand bei meinem Wagen. Halt, halt. Ach, leg mich. Warum auch immer, also Jetzt? der. Ja, hinten. Will einsteigen. Ja, hinten. Ja. Ich wollte echt einfach. Keine Ahnung. Da macht so schön zu. Also manche Sachen müssen man bei euch noch üben, ne, Mädels? Fahren. Ja, vor allem wir, die Frauen fahren besser. Hab nichts gesagt. So viel zum Thema, die Frauen fahren besser, ja. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn die KI mir einen Boost reinkracht. Kenn ich. Oh, das leg ich auch über dich. Du bist gerade von dem. Okay. Wer hat gerade was gesagt? Ich nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Oh Gott. Von hinten. Ja, ich habe mal den Job woanders hin delegiert. Eieieiei. Ich habe mal einen Eingang auf dem Dach benutzt, um mich unauffällig von dort zu verabschieden. Ich werde den gibt's nicht mehr. Get out of here now! Ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Oh oh. Hat nicht ganz funktioniert. Ja. Kev in seiner üblichen bleiben Sie unentdeckt Manier. Das war. Tür ist offen. Ich verstehe das einfach nicht, warum das heute mit dem Entdeckungsding nicht funktioniert. Nee, irgendwie mag er das nicht. Geht es mehr. Also irgendwie hat er da eigentlich gerade seine Probleme mit. Du musst echt mehrmals versuchen einzusetzen mit den Scheiß Entdeckung. Es geht aber trotzdem nicht. Der geht jedes Mal wieder von alleine raus. Ja. Das hat so keinen Zweck. So hat das auch mit irgendwelchen Missionen keinen Zweck, weil du kannst ja nicht mal ordentlich in Deckung gehen und dich schützen. Ich war schneller.
Und wir können von vorne. Oder nicht? Nee, nee, ist ja keine heiß. Hier ist ja keine heiß, ist ja eine normale Mission. Der Kopf ist erst die Eier von vorne. Ja, zwei. Ein paar habe ich auch mitgenommen. Ja, du bist gestört. Ja, mich hat's auch erwischt. Wie soll ich das da machen? Du kannst ja. Du gehst in Deckung rein, der steht wieder auf, aber ich stehe da trotzdem noch von fünf Bullen rum. Du kannst nichts machen. Das hat so keinen Zweck. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Kurz versuchen. Markus, du gehst raus, oder was? Ja. Yep. Okay, naja, dann macht's auch so keinen Sinn. Du hast recht. Nee. Ja, müssen wir gucken. Wie gesagt, man kann sich gar nicht in Deckung gehen. Der steht sofort wieder auf. Das ist verbuggt. Wenn du auf Deckung gehst, dann stellt er sich sofort wieder ein, du wirst erschossen. Das macht so keinen... Also ich denke, das kann sein. Vielleicht bis wir das Spiel nochmal neu starten oder so. Kann das auch sein. Ist das einfach irgendwie gerade nur so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Mich nervt es auch gerade, wie gesagt, bei den Kopf, ich stand da, gerade gegen 5 alleine. Ich drücke halt auch nicht, ich drücke Deckung gehen, der geht in Deckung, ich drücke nichts mehr, er steht von alleine wieder auf. Ja, richtig, das ist mal. Ja, der Dings ist Host, der eine. So macht es tatsächlich. Ja, wir können es ja nochmal versuchen, nehmen wir das Spiel einfach nochmal neu starten, vielleicht funktioniert es ja dann. Ja, leider ist das Spiel heute sehr bugbelastet. Also beziehungsweise sehr, sehr extrem. Gut, dass du das Auto erledigt hast gerade. Wieso geht denn das nicht? Was denn? Ich wollte hier so ein hier Formel 1 Dings machen, ich finde das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, wie sie heißen, deswegen kann ich es auch nicht sagen. Den kleinen Kind, Junge, ich hab so drauf damit. Ist das dein Ernst? Im Laufen. Ich wollte gerade drüber laufen und dann zack, ganz da weggekriegt. So, weg ist er. Hab euch eingeladen. Ja. Müsst euch aber beeilen, ihr ist gleich voll. Mhm. Bin schon unterwegs. Voll. Oder? Ja, muss jetzt bei, ja, voll. Ja, voll. Ja. Müssen wir mal neu laden. Ihr müsst schneller sein, Leute. Nicht rumspielen. Wart nicht. Jetzt habt ihr jetzt mit der Schrotflinte anzukommen. Houston, ja. Echt? Schützen ab. Horsten. Einfach mal richtig horsten. Einfach mal jeden und alles weghorsten.
geil. Kev, du bist eingeladen, ja? Ich bin da wird schon gefangen. Ja. Ich hab dich auch eingeladen, Baby. Ich hatte gerade einen komischen Bug, ich bin komischerweise komplett woanders gerade gelandet in seiner Lobby. Hä? Blockiert? Was blockiert? Wenn ich Baby Pennywise einlade, steht da blockiert. Ja. Jetzt habe ich sie eingeladen. Ja. So ein Bildschirm in den Müll. Bewegt sich da nochmal was? Ich hab dir eine Einladung geschickt, Baby. So. 10 Runden, ernsthaft? Wetter Smog. Kommt keiner mehr rein, naja, dann machen wir halt nur ein Rennen zu dritt. Schade. Und das war doppelt AP, so? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch schon wieder gewechselt, vielleicht ist er jetzt doch bei diesen Einladungsmissionen, die wir vorhin hatten. Ich weiß es nicht. Ja, mal schauen. Dann fahren wir mal. Also da bremst du nur ein bisschen an und der wird direkt weggeknallt. Karma! Bin auch gerade voll in die Wand gedonnert worden. Ja, du wurdest ja, hab's gesehen. Also ich bremse nochmal an, um dir nicht in die Karre zu fahren und diese Ziege wäre von hinten einfach als ein Arsch. Naja, denk mal drüber nach. Ja, kennst du, ne? Falsche Richtung ist mir so klar. Scheiße, sorry. Da bin ich ja. Du bist gerade bei mir in die Wand gefahren und dann zurückgebackt. Ja, ich bin auch wirklich in die Wand gefahren. Ich bin zu eng gekommen, ich bin die Kurve zu eng angefahren und dann bin ich nicht reingefahren. Oh, du musst echt aufpassen wegen dem Reifenverschleiß hier unten, ne? Sehe ich gerade hinten links. Aber wenn ich eins kann, dann Reifenverschleiß.
Also schön alle auseinandergezogen hier. Ah, du hast das Ding gewonnen, Markus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Schaden ist so groß. Gerade Baby überrundet. Hm. Ja, geil. Du kannst übrigens auch in die Box fahren, Baby, und den Flügel wieder dran machen lassen. Ne? Eins. Ich muss erst mal zur Box kommen. Ach, mein Gott, hör auf, sich wegzudrehen. Alter, ihr kommt auf 10 Runden, ne, ernsthaft? Ich habe nichts verändert, ich habe Standard-Einstellungen. Ja, 10 Runden ist ein bisschen viel. Vor allem dann zu dritt. Weil du hast ja gar nichts mehr, du fährst ja nur noch, wie die jetzt an Runden ab. Du bist eine Minute vor mir, Baby ist 2 Minuten hinter mir. Das... Ja, ich habe da auch jetzt nicht drauf geachtet gehabt, ob die Rundenanzahl in ehrlich gesagt. Ich hab gerade... Es kommen noch welche rein. Thank you.
Hey, hätte ich das ja mal jetzt jemand hier wieder. Um 7. Wer ist denn da in die Box gegangen? Baby. Ich war schon zweimal. Du bist bestimmt immer noch auf dem ersten Satz unterwegs. Nö, ich bin auch mal in die Box und hab nur weiche Reifen. Ja, du bist hinter mir, schön. Ach, das ist, zu dritt ist es echt öde. Vor allem auf so einer langen Strecke. Vor allem keine Ahnung, wie du das machst, ey. Du ziehst direkt ganz schnell weg. Wie schnell du wieder an mir vorbei bist, ey, das kann doch nicht sein. Oh, oh, oh. Das war nicht ich. Ich hab dich nicht berührt, also eben in der Kurve. Ja, nee, ich hab dich nicht gesehen. In der Kurve hab ich dich berührt, aber dann habe ich, aber nicht so, dass du dich jetzt gedreht hast. Ach, alles gut, ich hab dich einfach nicht gesehen. Ich hab mir nämlich aus Schatz einfach mal die Ego-Sicht angemacht. Ah, natürlich. Ab in die Wand damit. Da war wieder eine unsichtbare Wand. Die meinte, ich muss dich noch mitnehmen. Na, du hast eh gewonnen. Juckt das. Baby ist sich nur am Drehen. Schauen wir mal bei Kev rein.
Finish. Ja, trotzdem. Wie gesagt, zu dritt ist es öde, weil du irgendwann sehr schnell auseinander bist. Dann hast du so Rennen, wo du dann 9 oder 8, 9 Runden hintereinander wirklich nur alleine rumguckst. Das habe ich noch nicht geschafft. Wir fahren mal gegen die Wand, aber also das Rennauto ist nicht so weit, nicht mehr. Na gut, du hast es in 5 Sekunden geschafft. Knapp 5 Sekunden. Du bist Zweiter. Viertelstunde gebraucht für den Scheiß. Kacke, nicht mal Erfahrungspunkte. Weißt du, fährst du 5 Stunden und rennst, kriegst keine Erfahrungspunkte für. Ja, wie gesagt, zu dritt ist es halt öde. Du machst halt, keine Ahnung. Da musst du halt mit mehreren, wirklich mit der vollen Lobby fahren, dann macht es echt bestimmt Spaß. Mhm. Gut, du musst auch das Kram ausmachen, dann geht's eigentlich. Weil ansonsten hast du wirklich nur Vollidioten, die ganz ordentlich wegrammen. Ja. Na gut. Ja. Naja, passt, alles gut. Gucken wir, dass wir das nächste Mal ein bisschen vielleicht wieder ein paar Leute mehr am Start kriegen. Wir gucken wir mal, wenn wir Bock haben, Sonntag, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob deine Schwester wieder am Start ist, Yvonne. Aber wahrscheinlich nicht um die Uhrzeit. Hä? Wir werden wir ja sehen. Aber ich denke nicht um die Uhrzeit. Aber die ist echt der absolute Gegenteil von dir. Die ist übelst aufgedreht, teilweise. Na gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, klar. Genau, ciao. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.